Moin und herzlich willkommen beim Flachlandradler, der endlich 2024 auch mal wieder unterwegs ist. Ja, was soll ich sagen? Oder ja, ihr habt wahrscheinlich auch viel mitgekriegt. Viel Regen dieses Jahr im Januar, Februar bis jetzt. Heute ist der 10. Ja, es war nicht viel gutes Wetter. Was ein bisschen war, habe ich mal genutzt, aber zum Filmen hat das nicht getaucht. Wenig Sonne, aber jetzt, dieses Wochenende, diesen Samstag werde ich nutzen. Gestern hat es schon gegossen. Ja, und morgen auf dem Sonntag soll es auch wieder gießen. Ja, es bleibt bei. Aber ich habe schon ein paar Kilometer dieses Jahr hinter mir. Viel leider Indoor. Aber jetzt eine gefilmte Route, die ich abfahren will. Ja, es soll die Mühlenroute werden. Ich bin hier in Sottrum. Das sagt vielleicht nicht jeden was. Das ist ja, östlich, nordöstlich von Bremen, etwas außerhalb. Ja, und fahre hier eine schöne Runde hier in Sottrum. Sieht ja schon gut aus. Einige Fachwerkhäuser. Ja, wie gesagt, Mühlenroute, Wassermühlen, vielleicht eine Windmühle, sowas will ich heute mal sehen. Mal genau, ja, viel kenne ich davon nicht, von dieser Gegend. Bin hier natürlich schon mal durchgefahren, irgendwann mal mit dem Fahrrad, aber das ist schon ewig her. Ja, und da hinten steht auch schon wieder ein Hochwasserschild. Ja, deswegen, diese Mühlenroute werde ich nicht so richtig abfahren können. Ich habe sie ein bisschen hin und her geplant, dass ich so kleine Wege eher so am Fluss meide. Mehr auf der Straße leider, aber die Mühlen werde ich wohl hoffentlich noch finden, die es da gibt. Ja, ihr seht, noch ist es etwas ja, trübe, aber ich hoffe heute auf ein bisschen Sonne. Es soll auch zweistellige Temperaturen geben. Auch deswegen musste ich los. Ja, und jetzt geht's auf die Strecke. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. So wild and free, we were just kids in love. I gave you the best of me, and all I was asking of you was to never break it. Ja, es hat ein wenig geregnet hier, aber es ist auch die Wimmelnierung sehr flach. Da kommt das oft vor jetzt im Winter, aber es war auch schon höher Anfang Januar, Weihnachten Anfang Januar, da war richtig Hochwasser, das war noch ein ordentliches Stück mehr. Also noch geht's, es gehört dazu, aber Regen langt langsam. Aber trotzdem tolles Bild mit diesem Dunst hier und so, sieht echt klasse aus, hat was. Erstes kleines Highlight auf dieser Strecke hier in Hellweg. Da ist ja, der Mühlenplatz wieder restauriert worden. Das ist eine moderne Mühle gewesen. Wird wohl eher eine elektrische gewesen sein, die hier gemahlen hat. Ja, aber ein schönes Rastplätzchen ist es hier geworden am ja, völlig überfluteten Sportplatz hier. Aber sieht toll aus. Jahreszahl 2010 sagt es, ist alles noch ganz frisch eigentlich. Ja, 13, 14 Jahre her. Das ist auch schon wieder. Aber alles noch top in Schuss. Hier sind, glaube ich, auch Veranstaltungen und so. Also das war jetzt der erste Highlight auf dieser Mühlenroute, die ich weiter folgen werde. Mal auch nicht. Wie gesagt, es führt auch mal nach Rothenburg rein, Rothenburg-Wümme. Aber da fahre ich dran vorbei. Man sieht ja, die Wümme ist super voll. Das sind kleine Wege. Ich glaube, die werden überflutet.
und dann da rein über große Straßen und große Straßen wieder raus auf die weitere Strecke. Nee, da mache ich eine Abkürzung. Ja, aber es ist eine tolle Stimmung, wie gesagt. Also endlich mal trocken. Hat genau gepasst mit Anreise. Keine halbe Stunde, bevor ich hier war, hat es aufgehört zu regnen. Und wie gesagt, in der Nacht soll es schon wieder anfangen. Ja, also weiter geht's. Ja, vielleicht auf dieser richtig tollen Route. Das ist zum Glück nicht mein Weg. Gute 20 Kilometer habe ich hinter mir. Hier läuft überall das Wasser rüber. Hier ist ein Stück unbefestigten Weg, den ich noch drin habe in der Planung. Bis jetzt ging es gut. Es war so ein paar Stellen. Zu Fuß wäre es schon schwierig gewesen. Aber es war vielleicht so tief, einmal durch, so ein, zwei Meter. Das ging noch. Hier läuft es auch richtig rüber. Es tropft immer noch gut von den Bäumen. Ja, die Sonne will leider noch nicht raus. Die Wetter-App sagte immer, ja, es kommt gleich. Es soll ja noch ein paar Stunden Sonne geben, aber es ist so dampfig. Ich sehe Schwierigkeiten, dass er doch das noch durchkommt, aber Hoffnung habe ich noch. Ja, hier geht es jetzt noch durch so ein Naturschutzgebiet. Und dann komme ich wieder auf die Straße hoffentlich noch hin. Da sind noch, noch ein paar Meter hin. Hoffentlich bleibt das so gut und ich will nicht wieder zurück und dann ganz außen rumfahren. Aber es ist richtig warm. Handschuhe brauche ich nicht. Die Jacke ist schon fast zu warm. Komme schon gut ins Schwitzen. Ja, aber die Stimmung, trotz dieses diesigen, nebligen, ist echt gut. Mal sehen, wie es weitergeht hier. Die nächste Mühle kommt gleich bestimmt. Hier bin ich jetzt an der nächsten Mühle, aber eine schlechte Nachricht, oder wie es für mich, es regnet, es nieselt, nicht vorhergesagt, aber ich nehme jetzt wie es kommt, ist mir jetzt egal, ich fahre da jetzt durch, es ist 9 Grad warm, also richtig
ungewöhnlich warm. Ich glaube, es wird heute auch das erste Mal sein, dass ich 10 Grad und mehr spüre, weil oben in Flensburg war das noch nicht. Heute sollen bis 13 Grad werden, also es ist schon fast Sommer für mich. Aber das ändert sich ja morgen schon wieder. Aber Mann, hoffentlich hört der Nieselregen gleich auf. Sonne, ich glaube, da wird nicht mehr viel. Aber müssen wir sehen. Oder muss ich mich sehen. Naja, weiter geht's auf der Mühlenroute. Nach 40 Kilometern bin ich jetzt hier an dieser wunderschönen Windmühle angekommen. Ja, ein Highlight auf dieser Strecke natürlich Windmühle. Das ist die erste, die ich heute hier sehe. Das meiste sind auch alles Wassermühlen, die auf dieser Strecke sind. Aber das ist ein richtiges Highlight. Ja, Regen hat fast aufgehört. Es ist so ganz leicht. Stört aber überhaupt nicht. Ja, blauer Himmel, ja, so ein paar Lücken sind da. Die Sonne will nicht. Oh, egal. Will nicht meckern. Es geht heute hauptsächlich einfach unterwegs zu sein, mal woanders die Beine frei zu fahren. Das macht heute richtig Spaß. Es ist richtig gut warm. Ja, und die Frühlingsboten sind noch nicht so richtig da. Aber die Spatzen und die Meisen sind doch auch ordentlich in Gang schon. Also mehr wie sonst. Ja, 10. Februar. Es ist noch ein bisschen Winter vor uns. Ja. Ich will jetzt nicht meckern über das Wetter. Ich bin froh, dass ich losfahren konnte noch zwischen diesen Regengebieten. Und mache hier auch jetzt erstmal eine Pause. 40 Kilometer sind auch schon wieder rum. Ja, und dann geht es gleich nach einem kurzen Snack wieder weiter auf die Strecke. Also 65 Kilometer habe ich ja noch. Aber es ist jetzt Punkt 11. Noch nicht mal Mittag. Also ganz entspannt. Ja, was nicht so ganz entspannt ist, ja, ich weiß, warum ich immer in Dänemark fahre. Diese Radwege hier in Deutschland, ja, in Dänemark sind sie auch nicht perfekt, aber so wie hier, oh, ja, meine Gräbestecken ist, da weiß ich, dass es hobbelt, aber die Radwege am Wald, an den großen Landstraßen, Bundesstraßen, ich weiß es nicht. Die bauen das einmal und kontrollieren nie wieder. Macht so keinen Spaß, aber ich bin froh, heute, wie gesagt, unterwegs zu sein und ich hoffe, es geht weiter, ja, auf diesem Weg. Ja, Mühlenroute, bis jetzt gar nicht so schlecht. Also bis gleich nach dem kleinen Snack hier.
Willkommen am Fleetsee in Finteln. Das ist auch hier jetzt die Halbzeit. Jetzt geht's bald wieder zurück Richtung Westen. Aber hier gab es auch eine Mühle, aber eine moderne, nur so ein Betonklotz, ja, wo es halt so heutzutage ist. Ja, heißt trotzdem Mühle. Und hier ist so ein kleiner, schöner Park. Ein schöner Rastplatz hier. Aber die Sonne ist schon wieder weg. Die war leider nur kurz da. Aber warm ist es doch. 10 Grad hat es erreicht. Ja, und ja, regnen wollte auch wieder mal ganz kurz, aber das war nur ganz kurz. Da war schon wieder vorbei und dann kam die Sonne raus. Da war es wieder schön trocken. Also es läuft gerade ziemlich gut. Ja, die Radwege sind weiterhin, naja, auch ziemlich gerade Strecken gerade eben. Aber es läuft eigentlich ziemlich gut, also kann es weitergehen. Ich bin gespannt, was jetzt wieder kommt. Oder seid gespannt, was jetzt noch kommt. Auf den anderen 50 Kilometern, die jetzt noch kommen. Jetzt mehr Richtung Westen. Ja, und was als nächstes kommt, ja, weiß ich gar nicht immer so genau. Das kann ich mir gar nicht merken. Will ich mir auch gar nicht aufschreiben. Ich lasse mich immer überraschen. Ich weiß so ungefähr, wo es ist. Das habe ich auch in mein Navi gespeichert, wo was zu sehen gibt, so wie diesen See. Ja, und dann geht es dann immer weiter vom Punkt zu Punkt, bis ich wieder am Ausgangspunkt bin. Ja, und dann lasst euch mal überraschen. Jetzt geht es weiter. Ja, weiter auf der Mühlenroute. An der Findau, die ein wenig Hochwasser führt. Da hier ist wieder so ein kleiner Park und eigentlich nur so ein kleiner See, aber der ist auch gut gefüllt worden, weil es über die Wege läuft hier. Ja, nichts Gefährliches. Ist nur so ein bisschen, vielleicht wäre so ein Boot ja doch viel einfacher zur Zeit hier. Oder auch wieder gefährlich, weil ordentlich Strömung herrscht. Ja, es ist nicht extrem, so wie zwischen Weihnachten und Neujahr, wo das hier überall so extrem überschwemmt war. Ein paar Sandsäcke sieht man immer noch mal so ab und zu, aber die meisten sind weggeräumt. Ja, das wird auch nicht viel mehr werden, auch wenn das morgen noch mal regnet. Es sind nur kleine Mengen, nicht so wie damals. Ja, und diese Strecke hier, ja, Mittel zum Zweck war das jetzt. Ja, es fehlen ein bisschen die kleinen Nebenwege, ja, die ich ja leider rausgeplant habe oder wie man sieht auch musste. Selbst dieser kleine Weg ist schon teilweise schwierig, aber mit Fahrrad geht's noch. Naja, dann will ich mal weiter zum nächsten Highlight. Mal sehen, was es ist. Nasse Füße will ich denn noch nicht kriegen. Ich glaube, hier fahre ich nicht durch. Ich drehe mal wieder um. Nicht riskieren, sonst muss ich die letzten 40 Kilometer mit nassen Füßen fahren. Das ist es nicht wert. It's one way or the other. Oh oh, nächste Strecke überflutet. Naja, umdrehen heißt es. Mal sehen, wie ich gleich weiterkomme. Also das geht hier erstmal nicht. Oh,
ich war. Ich bin jetzt hinter Schesel, noch 28 Kilometer ins Ziel, 2 Uhr nachmittags. Jetzt scheint schön die Sonne, nicht ganz klar, aber es ist doch richtig schön mild, 12, 13 Grad, fast kein Wind. Also es ist schon fast Frühling, das kann man echt schon sagen. Die Vögel fangen an zu zwitschern, richtig laut. Ja, richtig schönes Plätzchen hier, kleiner Park außerhalb der Stadt. Noch so eine kleine Heide hier nebenan. Hier kann man gut spazieren gehen, wie es auf kleiner Strecke. Und gut sitzen, um noch eine kleine Snackpause zu machen. Ich habe mal wieder so einen Thunfischsalat mit. Der ist immer leicht und bekömmlich und nicht zu viel. Das langt dann für den Rest der Strecke. Ja, viele Wassermühlen, Windmühlen waren jetzt gar nicht mehr auf der Strecke. Jetzt gerade eben bin ich wieder an einer Wassermühle vorbeigekommen. Ja, aber die Wümme hat richtig viel Wasser. Alles steht hier unter Wasser. Das muss erstmal noch mal ablaufen. Aber naja, die Strecke ist ganz okay. Ich war gerade an der Bundesstraße, stand zwar ein Schild Radwegschäden, aber da waren keine. Das war irgendwie komisch. Ganz vielleicht gerade erst neu oder was? Das Schild noch nicht weggenommen. Egal, ich freue mich, dass es dann gut, diese Umleitung dann noch mal gut geklappt hat. Ging ja doch ganz schnell. Also ich genieße jetzt noch mal hier das bisschen Sonne, was hier durchkommt. Ja, und dann geht's auf dem Rest der Strecke. Also dann Mahlzeit. Also ich bin echt am Spekulieren und ziehe gleich nochmal die Jacke aus. Ich habe jetzt nur noch so was Dünnes hier unter, so ein dünnes Langarm-Shirt. Heute Morgen gegen 10, 9 oder 10 Uhr habe ich die zweite Lage auch schon rausgezogen. Jetzt habe ich nur noch Jacke und das Dünne hier an. Aber es ist schon fast zu warm. Mal sehen. Aber es ist früh im Jahr. Ich will mir noch keine Erkältung holen. Lieber ein bisschen mehr schwitzen als jetzt schon frieren und eine Erkältung holen. Das lohnt nicht. Ich brauche die Gesundheit, um noch ein paar Kilometer zu machen. Also dann erstmal Mahlzeit und dann geht's weiter. We stay indoors. While the lovers roam the streets. Ich bin hier im Mulmshorn. Ist das Mulmshorn oder wie heißt das? Ja, Mulmshorn heißt der Ort hier. Ja, ich habe jetzt zwei große Truppen gesehen mit Bollerwagen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit Fasching zu tun hat, weil verkleidet waren sie nicht, aber Schnaps war dabei. Witzig, ich noch nie so gesehen. Ja, Vatertag ist noch weit weg. Ja, hier sind es noch 15 Kilometer bis zum Ende. Da würde ich jetzt nach links abbiegen, wären das keine 5 Kilometer mehr nach Rothenburg, aber da bin ich ja immer rundherum gefahren, da komme ich heute nicht hin. Mühlen habe ich jetzt keine gesehen, Mühlenstraßen schon, aber glaube ich, die existierten dann auch nicht mehr, die Mühlen in einigen Orten. Man kann ja auch weiter nach Norden, die Runde ist ja eigentlich noch viel, viel größer, 280 Kilometer circa. Das streitet sich so ein bisschen, manche sagen mehr, manche weniger, aber ja, das Wetter. Sonne ist weg, aber kalt ist es nicht. Es fährt sich immer noch toll, der Wind ist immer noch schwach, also perfektes Radelwetter. Ja, ich frage mich echt, was das war. Gerade eben. Hätte ich auch fragen können, aber naja, ich wollte weiter. Habe ich zu spät geschaltet irgendwie, weil
Komisch ist das schon. Ja, wie gesagt, die Runde ist eigentlich viel, viel größer. Die geht noch nach Zeven normalerweise. Aber ich habe ja so eine Runde geplant, dass ich so zwischendurch mal, wo es enger zusammenkommt, rüberspringe auf die andere Seite sozusagen. Das ist eine Riesenrunde. Die mache ich natürlich heute nicht. Aber heute war auch nicht schlecht bis jetzt. Also jetzt geht es auf die letzten 15 Kilometer. Ich weiß, kurz vorm Ende, da kommt auf jeden Fall noch eine Wassermühle. Ja, und dann schauen wir mal, ob ich da mich noch melde oder noch mal zwischendurch. Schauen wir mal. Da bin ich nun an der Wassermühle in Stuckenborstel. Ja, das ist nur 2 Kilometer entfernt von meinem Startpunkt. Also ist die Tour damit jetzt hier beendet. Ist auch ein schöner Platz, um die Absage zu machen. Ja, es war ein schöner Tag. Anfangs natürlich etwas grau, aber die Stimmung war echt toll. Sehr interessant natürlich, wie das Hochwasser hier war. Es ist ja nicht katastrophal, so wie vor ja, 1,5 Monaten. Die einen zeigten sich schon, das war hier alles unter Wasser, da hätte man da auch nicht hinkommen können zur Bank. Also es war noch viel höher, ja, viel katastrophaler. Ja, hier geht das noch, ist eigentlich bald ein normales Hochwasser. Die Route heute, die ich gefahren bin, war okay. Die 100, ja, es waren 113 Kilometer fast, also ich bin schon ein bisschen mehr gefahren wie sonst. Die Mühlenroute, glaube ich, ist eine ganz tolle auch, wenn das jetzt nicht so heute war. Ich musste ja viel umfahren und ich hatte schon geplant, kleine Strecken an Fluss oder so, die werden eh nicht gehen. Musste ja trotzdem nochmal umdrehen und nochmal wieder einen Umweg fahren. Aber es war sehr interessant, war mit der Sonne zum Schluss, dem guten Wetter und der Wärme richtig klasse. Hat Spaß gebracht. Ich würde sagen, eine schöne Tour. Ich hoffe, ich konnte es hier dokumentieren so ein bisschen. Es ist ja nicht die Originalroute. Ich sage mal, das ist die Hochwasservariante, die ich hier gefahren bin. Wie gesagt, es geht auch noch viel weiter nach Norden. Ist viel, viel länger die Route. Ja, ich habe auch Campingplätze gesehen, also man könnte auch eine Mehrtagestour hier drauf bestimmt fahren. Ja, aber ich habe das jetzt heute genossen, mal nicht zu Hause ganz im Norden. Da war es heute den ganzen Tag grau. Heute Morgen, also gestern, hat es da noch kräftig geschneit. Das ist hier ein krasser Unterschied. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht hier draußen. Ich hoffe, hier unten im Süden. Ja, Frühlingsboten habe ich noch nicht so viele gesehen. Aber ich hoffe, die Route, die Fahrt, die ich heute gemacht habe, konnte ich gut dokumentieren. Es hat Spaß gebracht. Ich hoffe, euch auch. Mal sehen, was als nächstes kommt. Die Reise, ja, so weit ist sie nicht mehr, der 1. Mai. Irgendwie 88 Tage sind es noch, glaube ich. Müsste ich mal nachgucken. Ja. 1. Mai, da geht es auf die große Fahrt. Aber ich habe bestimmt noch einiges anderes vor. Ich muss Kilometer machen. Ich
will da richtig schön fit einsteigen. Ja, also dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin moin.